Okay, ich dachte, er wird jetzt doch angerufen gerade irgendwie, oder? Ja, ja, gut, er ruft jemanden. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Okay, aber jetzt kann ich wieder reden. Okay, weil ich muss mich mal daran gewöhnen, dass er jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, am Anfang noch so, wie nenne ich das jetzt mal, so ein, naja, so ein Blick zurück macht, so ein Rückblick. Ich weiß nicht, wie hieß die Ding auf Englisch? Glaube ich gar nicht mehr so gut. Die hieß noch ganz gut auf Englisch. Rückblick auf Englisch, oh, wie hieß das? Na, ist auch scheißegal, ist eigentlich wirklich sehr scheißegal. Auf jeden Fall habe ich was vor, nachher. Nochmal schon wieder. Hallo, Partner. Ich habe gerade mit Nikki geredet. Freche Mädchen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Okay, auf jeden Fall kennen wir das alles schon, was die gerade gesagt haben. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt er für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Okay, das dürfte es jetzt aber endlich mal gewesen sein, was ich hier quatsche. Auf jeden Fall kennen wir das alles schon, weil das hat er schon in der letzten Folge gesagt zum Ende hin. So, und jetzt nehme ich wieder schön gediegen eine und eine halbe Stunde auf heute nur, ausnahmsweise. Weil ich nachher noch vorhabe, was Neues, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, und zwar ein Live-LP von Black Ops 2. Also Mehrspieler-Modus natürlich, ne? Und dann versuche ich das wirklich mal auf Twitch zu machen. Einfach mal so, einfach mal gucken, wie das so ist, ob das alles so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Mal sehen, vielleicht kommt dann auch noch was diese Woche, also noch mehr diese Woche. Weil Let's Play Trove habe ich ja abgebrochen, einfach weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Einfach aus dem Grund, weil die Server waren in Amerika, ich hatte keinen richtigen Empfang zu den scheiß Servern. Was heißt, ich hatte Frame-Einbrüche des Todes. Na toll, dankeschön. Und das war einfach nicht toll, deswegen habe ich das Projekt jetzt erstmal abgebrochen. Und dann muss ich nachher gucken, was ich noch mehr hochladen kann. Auf jeden Fall Watch Dogs werde ich jetzt durchziehen bis zum Ende hin. Weil, hallo, ich sitze jetzt hier schon seit 8-9 Monaten bei und ich habe es immer noch nicht durch. Ich glaube, ich bin der Let's Player, der am längsten für dieses Spiel braucht, weil ich das Spiel schon seit dem Release. Und das Ding ist jetzt schon sehr alt. Es ist schon ein Jahr alt, glaube ich. Das Spiel ist schon länger sogar. Das kam kurz nach GTA 5 raus. Und GTA 5 ist auch schon steinalt. Also, ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt hier schon dran sitze. Auf jeden Fall die alte Folge, da habe ich, glaube ich, vor ungefähr 8-9 Monaten hochgeladen, die erste. Das ist schon ordentlich ein Stück, ne? Ist schon ordentlich ein Stück. So, wie komme ich jetzt ungehindert drüber? Ich muss jetzt hier noch auf die andere Seite, ne? Ja. Na, Platz. Na, ja, toll, man kommt hier nicht so durch. Okay, ich renne ja schon. Dann rennen wir und schwimmen mal rüber. Was ich immer noch erstaunlich finde, weil wenn ich jetzt hier rüber schwimme, sein Handy bleibt heile. Das ist so das, was ich mir denke, okay. Why isn't this so? Okay, ab hier muss ich schwimmen. Ja. Geil gemacht. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Pawnee-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Wie er das gerade gesagt hat, normalerweise würde ich das nämlich so anhören. Was muss ich das normalerweise anhören? Klettern. Deckung. Da war nix. Und wer doch, wirst es nicht kommen sehen. Ein großer. Wie war das? So war ausschalten, ich wollte gerade sagen, wie war das jetzt? B. Leg dich schlafen.
Eine Goblin nehme ich mal mit. Oh, ey, ach so, kann ich. Ach genau, so kann ich auch die Waffen freischalten. Alle nehme ich einfach diese Waffen aussammeln. Oh. Hm. Ich würde sagen. Jetzt den hinteren. Und dann den vordersten. Oh, Alter, das hat ihn da richtig so. Bäm, was zum Teufel hat er richtig gedrackt? Dann war er weg, der geht, ne? Oh, hier sind noch mehr. Hm, da ist doch keiner mehr. Warum zeigt auf der Karte an, dass hier noch jemand ist? Ach, da hinten. Wie schalte ich die denn da hinten aus? Warte mal, ich geh mal hier hoch. Warte mal. Na, man weiß denn ja. So, B war klein. Ich drück immer A. Ich drück bei dem Spiel immer A. Also, ich muss ein bisschen aufpassen. Dass hier irgendeiner von der Seite kommt und uns auf einmal ganz schnell so. Didin, tot. Oh, bam. Ha. Ha. Na, das war gar nichts. Das geh ich einen Scheißdreck an. Oh, oh. Verdächtiges Objekt gesichtet. Ich gehe direkt bei Benzinentdeckung. Geil. Das ist echt schlau von mir. Ich bin wirklich der schlauste Spieler ever. Ich gehe bei einem Benzinkanister Entdeckung. Genius. Echt genius. Markier ihn. Markier den hinteren. Sehr gut. Da oben ist auch noch einer. Markier. Markiert. So, wie mache ich das jetzt gegen diese? Warum? Er ist sogar so. Wie so ein kleines Mädchen erschreckt er sich auf einmal. Was war denn los bei ihm? Wenn. Was macht der denn da? Der schmeißt da hier alles um sich. Okay, warte mal. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Alles ich habe hier nichts. Ich gehe da rüber. Wir stecken viel ein. Oh. Ach du. Ach du heilige Scheiße. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was sie. Was für eine halbe bei mir. Einmal bei mir ist. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. So, was von tot. Alter. Nee, Alter. Was zum Teufel? Warum sind auf einmal so viele hier? Wo kommen die alle her? Die auf der Karte war gar nicht so viel, oder? Ich hab zumindest nicht auf der Karte so viel. Cool. Aua, von hinten. Hä? Hier ist doch keine. Boah. Was war das denn? Alter, warum kam der denn her? Da war mal so ein Ding da. Alter, was war das denn gerade? Der kam ja aus dem Nichts. Wirklich, der kam aus dem Nichts. Gerade habt ihr ja gerade gesehen, aber... Why? Okay, der Typ war heftig. Der Typ war richtig heftig. Was haben wir denn hier? Ich checke das Pony-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Boah, da drin eine Splittergranate. Naja, auch egal. Boah. Immer schön mit Schalldämpfer. Du hast mich nicht gesehen, Mann. Das wüsstest du. So, der ist tot. Jetzt müssen wir langsam. Wir müssen, also zumindest ich muss, so wie ich das nämlich immer spiele, die ganzen Schlechtspiele, so viele ausschalten, wie es geht, bevor die mich sehen. Das ist so meine Aufgabe, wie das Spiel spielen muss. So, habe ich das jetzt geschafft, oder? Aber was? Nee, ich muss da oben hin. Okay, dann gehen wir halt noch weiter, dann drehen wir noch weiter hier eine in die Materie. Nicht weit sein. Sucht hier. Wow. Anlocken. Vorsicht! Wir brauchen Deckung! Scheiße, ich bin sowas von am Arsch. Die haben mich umzingelt. Und das jetzt schon? Scheiße, ich muss. Scheiße. Wie mache ich den? Jetzt sprinten. Jetzt komm weg und jetzt sprint. Nichts gefunden. Ich zieh mal da drüben nach. Oh, war das knapp. So, und jetzt? Scheiße! Komm! Geh doch, Alter, ich wollte schon sagen, was ist das denn gerade? Ich schieße ein halbes Magazin auf ihn ein. Rennen, jetzt mal rennen. Rennen, einfach nur noch rennen. Schon dabei! Eindringen. Was? Leute, mir ist gerade aufgefallen. Ich hätte gar nicht hier reinrennen müssen, ich hätte auch einfach alles hacken können, aber ist jetzt auch zu spät, jetzt machen wir alle kalt. Nehmen wir dann. Ich würde mal sagen, nehmen wir die hier mal wieder. Mein Tellermaschine, mein Mafioso-Maschinengewehr. Was zum. Wie weit können die werfen? Spätestens jetzt werden die ein bisschen fehlgeschlagen, weil die das Ding kaputt gemacht haben, weil sie hacken muss. Was zum. So, reloaded. Reloaden. Komm schon. Alle wegkratzen. Alle wegkratzen, so, Deckung. Ach nein. Reloaded.
schon. Geht doch. So, reloaded. Da hinten ist noch eine. Eine ist noch.